die Trainersuche, die ist schon so lange her. Wir sind sehr, sehr happy, so wie es jetzt ist. Nein, vergessen, aber mit dem beschäftigen wir uns jetzt nicht mehr. Mit dem haben wir uns lange genug beschäftigt. Wir haben eine super Lösung gefunden. Wir sind sehr, sehr happy mit Vincent. Hansi ist jetzt Barcelona-Trainer, macht dort einen super Job. Also ich glaube, eine gute Lösung für alle Beteiligten, so wie es ist. Ja gut, Hansi Flick war extrem erfolgreich mit der Mannschaft, das erfolgreichste Jahr der Clubgeschichte fast gehabt. Hat, glaube ich, einen sehr engen Bezug auch zu den Spielern gehabt, auch viele Spieler dann im Nationalteam noch. Also ist sicher ein sehr spezielles Spiel, deutscher Trainer, der eine Vergangenheit hat, hier eine sehr erfolgreiche Vergangenheit von dem her. Glaube ich, freuen sich sehr viele auf ein Wiedersehen mit Hansi Flick. Ich habe ihn noch gekannt bei Red Bull Salzburg damals als Co-Trainer, sehr, sehr kurz. Also sehr angenehmer Mensch und ein sehr, sehr guter Trainer. Wir freuen uns drauf, wenn wir ihn treffen in Barcelona. Ja, Robert Lewandowski, glaube ich, sprechen allein die Zahlen, die Tore für sich, die er für Bayern München geschossen hat, die Erfolge, die er gehabt hat. Einer der besten Stürmer der Welt, ganz klar. Und aktuell in sehr, sehr guter Form wieder, trifft sehr, sehr oft. Ja, ich glaube, viele Mannschaftskameraden freuen sich, wenn sie Robert wieder sehen werden. Ich glaube, beide sind in einer sehr, sehr guten Form. Beide sind außergewöhnliche Mittelstürmer. Beide haben schon sehr, sehr viel erreicht. Und ja, ich glaube, beide sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr speziell und herausragende Spieler.